ich bin's wieder, eure Shisha-Keule. Ja, wir kommen zu einer neuen, beziehungsweise zu der nächsten Tobakosorte. Und zwar habe ich mir heute mal den Lima Menta rausgepickt. Das ist ja die Sorte vom Shisha-Schmitty. Zuerst zu den Dosen. Die Dosen sehen im Endeffekt genauso aus wie die anderen Tobakodosen auch. Nur, dass ihr halt immer das jeweilige Review-Gesicht hier drauf habt. In dem Fall ist die Fresse vom Schmitty drauf. Und Lima Menta ist Limette Minze Spezial. 200 Gramm kosten 15,90 Euro. Auch da hat sich nichts getan. Dann gucken wir mal, was der Geruch der Schnitt uns zeigt, beziehungsweise was ich euch dazu sage. Auch hier der Schnitt ist im Endeffekt wieder, wie bei den anderen Tobakosorten, fein bis mittel, kleinere Blattadern, aber nichts, was irgendwie dramatisch ist, egal für jeglichen Kopfbau. Auch ist die Molasse wieder hier, beziehungsweise die Feuchtigkeit meines Erachtens perfekt. Ihr habt dieses Verhältnis von Molasse und Tabak ist meines Erachtens hier richtig gut getroffen. Ja, gucken wir mal, wie das Ganze riecht. Also ihr habt direkt beim Ein- oder direkt wenn ihr den Mauken dran haltet, eine sehr natürlich frisch-herbe Limettennote und auch eine natürliche Minznote. Aber ich suche das Spezial. Also ich weiß jetzt nicht, was jetzt hier groß spezial ist. Als ich die Dose aufgemacht habe, hat mich das Ganze an hier den Kollegen erinnert, und zwar an den Golden Pipe Green Lime. Im Endeffekt riecht der jetzt wirklich der Tobacco sehr, sehr ähnlich wie auch der Green Lime. Also ich rieche da jetzt nicht großartig einen Unterschied. Aber vielleicht findet sich das Spezial ja im Rauchen wieder. Rauchen wir das Ganze heute in meiner NFS Sultan bzw. mit der Egerman Nuva Screen. Gebaut habe ich das Ganze im Tonkopf mit Browhood Phoenix und 3 Black Kokos. Ja, dann gucken wir mal, wie das Ganze raucht bzw. was ich euch zum Geschmack sagen kann. Ja, und der Rauch lässt sich auch wieder sehr gut sehen. Also ihr habt schöne, dichte, weiße Wolken. Ruhe. Auch habt ihr in dem Fall wieder kein Drücken, kein Kratzen. Kann ich eigentlich zu den allen Tobakosorten sagen, die lassen sich wirklich sehr angenehm rauchen. Ja, und was habe ich im Geschmack? Was man direkt merkt, wenn ihr das Ganze ausgeblasen habt, ihr habt im Hals so im Kehlkopfbereich bzw. leicht drüber eine leichte Kühle. Auch schmeckt ihr diese herbe, frische Limettennote, die auch wirklich im Geschmack auch wieder sehr, ja, ich sag mal, natürlich rüberkommt. Das Ganze paart sich gleich, wenn ihr das Ganze auslasst, mit dieser frischen Minznote, die auch, wenn ihr jetzt ausgeblasen habt, eigentlich so im Mund zurückbleibt. Ja, lasst ihr das Ganze aus der Nase aus, kommt diese Minznote etwas deutlich rüber. Aber auch hier muss ich wieder sagen, ich suche das Spezial. Ich weiß jetzt nicht, was als Spezial dort oder was als Aroma oder sonstiges an der Sorte so spezial sein soll. Ich kann sagen, es schmeckt halt wirklich nach einem ja, guten Limette-Minztabak. Aber spezial ist für mich jetzt hier eher nichts. Mich würde es mal interessieren, vielleicht Schmitty, wenn du das siehst, kannst du mir mal schreiben. Mich würde mal interessieren, was das Spezial sein soll, was in dem Tabak da zugemischt worden ist.
Ich kann jetzt als Fazit im Endeffekt sagen, es ist ein solider Limette-Minztabak. Ich kann auch mal eine Probierempfehlung rausgeben. Allerdings gibt es ja viele verschiedene Minztabak und dann müsst ihr einfach mal gucken, welcher eurer der Favorit ist. Er ist definitiv nicht schlecht, das kann ich auf keinen Fall anders sagen. Aber er hebt jetzt auch nicht irgendwie sich von der Masse, wer weiß wie, ab. Jo, eigentlich wäre es das damit auch. Mehr kann ich zu der Sorte gar nicht sagen. Dann sage ich wieder Dankeschön fürs Zuschauen, wünsche euch noch eine ruhige Restwoche. Natürlich guten Rauch. In diesem Sinne bin ich raus. Haut da rein!